Daemonia Particularis. Zeichen und Riten von Heinrich Kassel. Ring Verlag. Damit das Beschwörungsritual zum Ziel führt, ist die Reinheit des Ausführenden erforderlich. Wir haben bereits die komplexen Vorkehrungen beschrieben, die notwendig sind, um die zu rufen, die in den höheren Dimensionen schlafen. Ich werde mich darauf beschränken, das Zeichen der Alten zu beschreiben, mit dem sich die Eingeweihten erkennen. Dieses Zeichen schützt auch bei einer Begegnung mit einem Diener des Bösen. Das Zeichen gleicht einer Segnung, wobei aber der Zeigefinger und der kleine Finger den Daumen berühren, während der Mittel- und der Ringfinger gerade bleiben. Angeblich hat dieses Zeichen keinerlei Wirkung auf erfahrene Anhänger, die Geheimnisse des Corpus Daemonicus kennen. Es ist daher von Missbrauch abzuraten, denn die Zeichen können sich manchmal als gefährlich für den herausstellen, der die äußeren Götter herbeirufen will.
Ugh!